So. Gott, ist das kalt draußen. Freue mich schon wieder auf die warmen Sommernächte. Man nicht mehr erfriert, wenn man kurz hochgeht. Danke. Wo müssen wir hin? Hier lang, ne? Dein Ernst? Ich habe mich doch gerade bewegt. Bin doch gerade schon Ewigkeiten nach oben gelaufen. Das war doch schon Sport genug. Dalle hat gerade Kanalpunkte eingelöst. Und ich müsste jetzt Sport machen. Das heißt, quasi wieder Knie beugen. Und das, obwohl ich mich gerade eben bewegt habe. Oder ich bin jetzt schon. Was heißt hier müsste? Müsste im Sinne von, ich versuche mich zu drücken, aber geht nicht. Ich dachte, das fällt nicht auf. Weißt du, ich fände das Ding hier wieder. So, Fetzer sitzt wieder. Die Musik muss ja auch unbedingt dazu sein, ne? Lula! Deine Ernst? Also ganz ehrlich, mit euch werde ich schlank. Mit euch werde ich echt schlank. Ich glaube, ich muss die Kanalpunkte, die Sachen dafür teurer machen. Ei, 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 ei. So. Völlig fertig gerade. Tetaro hat mir von ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte einen neuen Verbündeten gewonnen hat. Und ja, ich mache die Kniebeugen, wie ich lustig bin. Aber da ich heute gut drauf bin, mache ich mal mehr. Insgesamt waren das heute ja schon eine ganze Sporteinheit gefühlt. Das Schlimmste ist so, dass es vorhin, glaube ich, geklippt wurde. Meine Sporteinheit. Ich will mir die Clips im Nachhinein schon gar nicht mehr ansehen. Ich glaube, da sind, ja, viele, viele schöne Sachen bei. Aber 500 ist ganz schön teuer. 50 wäre, vergiss es. Bei 50 weiß ich nämlich, dass es ausgenutzt werden würde. Ne? Bei 1500 geht das. Weil dann könnte man ja sagen, quasi, man macht ja, ne, alle 5 Minuten gefühlt. Also, nee. Dann wird das ja nur ein Sportstream und kein Stream. Tataro hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken angejagt. Achso, das hatten wir eben. Das haben sich die Völker der Hände gereicht. Jetzt schließen sie sich auch die wilden Stämme unserer Reihen an. Zaghaft, zwar, aber es ist ein Anfang. Die Silphe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eorzea
dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Asians wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst den Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen, wir dürfen diese besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. Ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe es durch meine Lautsprecher gehört. Ich war sehr angetan davon. Wirklich sehr angetan. Ja, genau deswegen. Entschuldigung, dass ich dich gar nicht zurückkommen lasse. Aber es wäre gut, wenn wir dieser Sache mit Lahabrea sofort nachgehen könnten, solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diesen Magier mit der roten Maske herauszufinden, dem du in den tausend Löchern von Totorak begegnet bist. Und der Asians wissen wir noch so gut wie gar nichts, nur dass sie in Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn diese... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auch bei unserem Problem mit dem Primaer und dem Wildstämmen ihre Finger im Spiel hätten. So dringend, dann müssen wir der Sache nachgehen. Ja, stimmt, deine Freundin wieder. Die gute Minfilia. Ich habe mich an die drei staatlichen Gesellschaften gewandt und aus Ulda hat uns tatsächlich die Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten weiß. Noch mögt ihr sie. Oh je. Ich habe so das Gefühl, da passiert später irgendwas noch. Der Gegner ist unberechenbar. Sei auf der Hut, hörst du? Also ich mag sie tatsächlich gar nicht so sehr. Aber Daddel. Daddel schon eher. Die wird so nervig nach einer Zeit. Ah, die nervt mich jetzt schon. Ich bin jetzt schon kein großer Freund von ihr. Die ist okay, aber... Ja. Ciri. Ja, Ciri hat mir vorhin erstmal Schreck eingejagt. Bei Witcher. Nee, Yennefer kannst du behalten. Yennefer braucht man nicht. Yennefer ist blöd und gemein. Ah, da. Ich war schon wieder blind. Da. Ich habe mein neues Outfit gemacht. Echt? Ich habe so ein Weihnachtsoutfit. Das Kleid ist toll. Ganz ehrlich, sowas würde ich auch in echt tragen, wenn ich reinpassen würde. Sieht echt gut aus. Weißt du, ich habe so einen komischen Weihnachtsmann-Fummel noch. Ermöglicht ein neues Outfit, das Springen dieser... Nein! Was habe ich denn? Das ist sowas hier habe ich. Das habe ich jetzt neulich geschenkt gekriegt. Also, ne?
Für Weihnachten habe ich zumindest schon mal was. Und die Blumenkrone hat 2,10 € gekostet. Okay, die Blumenkrone geht ja. Ich glaube, wenn ich mich zu sehr im Shop umsehen würde, ich würde, glaube ich, mich drum und dämlich kaufen. Okay. Das Kleid ist toll. Nein, Luna. Luna ist schon wieder von uns gegangen. Das kenne ich alle 0 Minuten. Oh Mann. Warte mal. Warte mal. Es ist zwar einfach spät, aber... Gibt es da nicht auch noch irgendwas? Kriege eine Macke. Ich letzte Verbindung ein rein. Wir können das Spiel testen. Ich weiß aber auch nicht, warum es bei dir nicht funktioniert. Ich kann es halt höchstens in 40 Minuten bei mir probieren. Herr der Ringe Online. Der hat versucht seit Stunden das Spiel nochmal zu updaten, beziehungsweise zu patchen und da irgendwie reinzukommen. Aber das Spiel will nicht. Mein Mod hat das vorhin probiert. Er kam ins Spiel rein. Ich weiß halt nicht, ob es bei mir geht oder nicht. Seit 14 Stunden. Ja, 14 Stunden ist heftig. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Boot in Morgenröte, blablablub. Überspringen wir einfach mal. Wir sind mal so frei. Oh. Leute, könnt ihr euch mal entscheiden, wo ich hin soll? Geh hier hin, geh dorthin. Dreh dich einmal auf den Kopf. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Warte mal. Ach, das ist wie. Ist das wieder dieses komische. Ja, ist es. Laufe ich mich doch wieder. Oh Gott. Ugh. Und es dauert so Ewigkeiten, bis ich mein Flugrad hier kriege. Das ist wie ein komischer Lämmer. Durchhin. Wir kommen in Hohenbrück. Ja, danke. Katzrobe, blablabla. Merkt man, dass ich keine Lust mehr auf Lesen habe? Scheint eine wichtige Neuigkeit für dich zu haben. Ein bisschen. Ja, das Problem ist, das lag eigentlich eher in diesem meinige, deinige. Ich liebe es für gewöhnlich, die ganzen Sachen hier vorzulesen, aber dieses, ne, wenn dann plötzlich diese Viecher kommen, die ganz anders reden, dann kriege ich zu viel bei den Viechern. Es ist so. Das ist wie wenn man im Englischunterricht auf Englisch was vorlesen musste. Du denkst einfach jedes Mal so, Alter, lasst mich in Ruhe. Und deinige und meinige geht mir sowieso auf den Keks. Die meinige hat immer noch kein Verständnis, warum die deinige nicht mag, wie die unsrigen reden. Oh, Alter. Ja. Das ist, ey, ganz ehrlich, das ist verstörend. 100 Pro bekomme ich davon Albträume.
Das verfolgt mich noch in der Nacht. Ein verdächtiger Kerl, schwarzer Kutte. Ja, darüber reden die Leute hier. Vielen zu letzter Zeit auch in anderen Orten. Also richtig weiß keiner über ihn. Bla bla bla. Echtes Kutschstück. Dies meinige, deinige. Ewige. Gibt aber auch keine Quest, die ich sonst noch annehmen möchte. Ich will mein. Ich liebe ihn. Von der Feldzeichnung sieht er aus wie mein einer Kater. Die unseren verfolgen die deinigen, bis sie schlafen, anfängt zu träumen. Ich glaube auch. Die meinige fängt in gut 40 Minuten an zu träumen. Die meinige muss so lange warten. Macht die deine um 3 Uhr aus? Nee, eher ja, so 3:30 Uhr, 3:40 Uhr. Ich soll um 4 Uhr meinen Freund wecken. Sofern mein Rücken das noch mitmacht, werde ich es versuchen. Wenn nicht, dann werde ich eher Feierabend machen. Der Versuch liegt aber, dass ich so um 5 Uhr ausmache. Bis jetzt geht's noch. Die Sporteinlage hat geholfen, so ein bisschen. Beziehungsweise auch, dass aufs Klo gehen. Also, wie gesagt, wenn es gar nicht geht, dann mache ich aus. Aber bisher ist alles noch im normalen Bereich. Wie gesagt, und da ich ja in der Stunde dann eh meinen Freund wecke, ich habe mir jetzt eine Aufgabe gesetzt. Echt? Welche? Oh je. Echt? Wieso? Ich mag das hier. Das ist praktisch. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Wenn das Viech zurückgeht, sieht das irgendwie creepy aus. Warte mal. Man muss nicht verstehen, was ich hier tue. Ah, du Kack. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ah, schön. Händler, blablabla, Händler. Wofür brauche ich den Farbstoff? Eine Farbe, mit dem sich alles färben lässt, von Stoffen bis zum Material. Ah, okay. Ich verstehe. Wir einen bombensicheren Hinweis auf den maskierten Mann haben. Warum müssen eigentlich alle Bösewichte irgendwie maskiert sein? Ist das so ein Faible? Weißt du, in Witcher war der eine maskiert. Hier sind sie maskiert. In Star Wars tragen sie eigentlich auch eine Maske. Ist ja auch so viel Strudel, ja. Ja. Daran wird's liegen. So, warte, wo muss ich hin? Okay. Komm hier, mein Viech. Nein, was ist das denn? Voll cool. Oh, ich will auch. Ich will auch.
Das ist cool. Kannst du, glaube ich, gar nicht mehr bekommen. Ah. Na, dafür gibt es andere Sachen. Hoffe ich. Ich habe Zeit. Du musst hier nicht eigentlich noch irgendwie... Ah, hier irgendwo müsste auch noch ein Viech sein, was ich brauche. Ja, ich glaube da oben. Ja. Nicht genau. Pelisaurus. Pass auf, gleich reite ich dran vorbei. Ah. Lass mich. Ah. Nein, Luna. Sie ist schon wieder gestorben. Alle eine Schweigeminute für Luna. Oh Mann. Warte, wie komme ich da hoch? Ach, hier. Nein. Bitte einmal benutzen. Ja. Ich wollte gerade sagen, du kommst hier nicht hoch, aber ich glaube, das sieht eher anders. Und wieder zurück. Ich glaube, da hat jemand zu viel eingeschlafen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Oder ärgert sich weiter mit Herr der Ringe rum. Das wäre auch noch. Ah, nee. Da ist er. So, wo waren jetzt meine komischen Viecher, so? Die ich ja noch töten konnte. Ah. Warte, waren die hier? Ja, hier waren sie. Dachchen. Ja, würde ich gern wissen. Wahrscheinlich werde ich erschlagen, wenn du mir den Preis nennst. Ich könnte einen Support bekommen, eine Mail. Was soll ich mal anmelden soll? Ich öffne die Seite vom Anfang. Oh Mann. 1,5 Millionen, Alter. Okay, das ist ein stolzer Preis. Welchen ich nicht besitze. Nicht mal ansatzweise. Wofür braucht ich die jetzt? Die sind da gar nicht in der Liste mit drin. Warum brauche ich die? Für was brauche ich die?
Bin ich blind? Oder... Ah! Okay, ich verstehe. Ja, okay, ich verstehe. Hierfür brauche ich sie. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab's geschenkt bekommen. Oh, du Glückliche. Ich sehe das Fenster und Nachricht abgesendet wurde. Okay. Wie gesagt, ich hatte mit dem Spiel bisher... Na doch, ganz früh hatte ich Probleme. Das lag aber, glaube ich, mit an meinem PC damals. Und weil ich es damals von deren Seite direkt runtergeladen hatte, nämlich via Steam. Bestiarium. Ich finde es irgendwie cool, dass es auch hier ein Bestiarium gibt. Ich gehöre ja so zu den Menschen, die es lieben, das Bestiarium zu vervollständigen. Auch wenn ich es selten schaffe. Guck mal, das ist am Hunger. Oh, das erzählt bloß nichts vom Essen. Ich habe vorhin extra noch was gegessen, aber ich glaube, so langsam kriege ich auch Hunger. So, was haben wir denn hier noch? Sandtor. Eichenwald. Okay. Hab jetzt eine Bestätigungsmail erhalten. Aber schön, dass jetzt etwas klappt. Wenn auch sonst schon nichts. Es muss ja mal so ein bisschen vorangehen. Ich möchte ein fliegendes Reittier haben. Oh nein, es gibt flauschige Monster. Um Gottes Willen sind die süß. Das ist die Müdigkeit, die reinkickt. Also bei mir ist es tatsächlich Hunger. Das letzte Mal, dass ich gegessen habe, war um, ja, 20 Uhr rum. Flauschige Monster heißen Flausch. Ja, deswegen, ja. Die sind flauschig. Was heißt denn Flausch? Die Monster kann ich doch nicht ernst nehmen. Ich kann doch kein Monster ernst nehmen, was flauschig ist und dann auch noch Flausch heißt. Ey, komm. Es ist genauso, wie wenn ein Monster plüschig heißt und plüschig ist. Seiten. Jeder darf mal ist wie Ringpass mit anfassen. Nix ist es. Scheiße. Ja, mein Schokobon. Also Schokobo, nicht Schokobon. Wobei Schokobons sind lecker. So, bitte übergebe einmal. Ja, Regen nervt auf Dauer. Also mal ist es ja ganz cool. Aber ich habe in zu vielen Spielen zu viel Regen. In Witcher 3 ist es genauso. Und wenn dann in echt auch noch Regen ist, dann ist es einfach zum Kotzen. So, in echt Regen, im Spiel Regen. Überall Regen. Natürlich, da war ich noch nicht. Geht dann einmal von da aus. Sein. Hey. Einmal zum Kohlenstoffbahnhof, weil es so viel Spaß macht. Wie gesagt, das Gute ist, wir haben ein Reittier. Das spart uns alles. Warte, diesen Weg Richtung. Ich werde mich bestimmt 30 Mal verlaufen.
der Fallen ist cool. Jetzt bin ich 30 mal verlaufen, aber es passt schon. Ach stimmt, das sind diese komischen Ameisen-ähnlichen Viecher, ne? 16 Euro davor. Ja gut, das geht. Das geht. Wobei... Na doch, bei WoW sind die Reittiere teurer. Deutlich teurer. Alter, was ist das denn? Boah, der wird einem ja von zugucken schlecht. Eine Schildi. Boah, Alter. Ja, ganz ehrlich, das darfst du aber nicht... Das Reittier darfst du nicht benutzen, wenn du betrunken bist. Alter. Da kriegt man ja einen Dreh vorbei. Der Raum stimmt. Kann Regen sehr schön sein. Vor allem den Geruch in der Luft nach dem Regen. Das habe ich mit meiner Katze früher um die Wette geschnüffelt. Mm. Sommerregen ist geil. Sommerregen riecht echt gut. Das ist also mein Teil, mein Mount. Ah, okay. Ja. Adamant Timer, man kennt's. Mir würde da echt schlecht bei werden. Weißt du, drehst du dich erst mit 30.000 Mal um dich selbst. Hallo, Riesenschildkröte. Ich war hier hinten noch nie. Gott sei Dank dreht sich die Cam nicht mit. Ja, wenigstens etwas. Ich glaube, dann wäre ich da aber ganz, ganz schnell weg. Was hat Luna denn, das kurze Schwarz? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Eine Riesenhornisse, die winzig ist. Scheiße. Ja, das ist Sattel. Ach, diese komischen Viecher bräuchte ich eigentlich, aber nee, hab keine Lust. Was zu füttern machen, bin aber mit dem Handy weiter im Stream. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Oh, ich krieg auch Hunger. Aber ich will mir jetzt um diese Uhrzeit nichts machen. Ich bin echt schon zu verfressen. Ich esse eh schon viel zu viel. Dafür mangelt es wenigstens an Wasser. Davon habe ich mehr als genug. Was willst du hier, Abenteurerin? Wir haben nicht viel für Fremde übrig und das aus gutem Grund. Du verfolgst... Ja, bis gleich. Viel Spaß beim Essen machen. Du verfolgst einen Maskierten? Das ist schön für dich. Aber was hat das mit mir zu tun? Dieser Ort ist ein Refugium für den kläglichen Rest unseres stolzen Volkes. Für all jene, die den Klauen des galaischen Kaiserreichs entkommen konnten. Unsere Heimat aller Migo haben wir verloren, doch hier wollen wir einen Neuanfang wagen. Selbst herrliche Abenteurer, die ihre Sache für den heiligsten aller Zwecke halten und ihre Nasen in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen, können wir hier nicht gebrauchen. Setz deine Suche woanders fort. Wenn du noch etwas Anstand besitzt. Guck, man ist man ein Ferkel. Guckt man nicht, ist man ein Arsch. Da gucke ich und interessiere mich einfach nur für weibliche Meinungen. Oh Mann. Okay, wem bist du da weiter rein? Ah, und da ist unser Kristall. Also wir gehen erstmal zum Kristall, nicht? Ist das Ding wenigstens einmal harmonisiert? Wir brauchen da nicht mal zu Fuß hin.
Okay, einmal nach draußen. Okay, wir können euch hier einmal raus. Ist einfacher. Laufen wir direkt drauf zu. Lebenfliegenschwarm. Was es nicht alles gibt. Ui. Ich bin eine Biene. Ah, hier unten. Ein Zeichen. Warum gibt es hier keine Monsterchen, die ich erledigen kann? Also, die fürs Bestiarium brauche. Wäre cool. Egal. Dann nicht. Samstag darf ich mir dann wieder anhören, die Buch schon wieder so eigenartig. Echt? Ja, was guckst du auch immer so? Wobei, das hört mein Freund auch ständig von mir. Und wieder zurücklaufen. Also minimal zerreißt es mich jetzt auch. Kommt zu Besuch, ich habe sie jetzt fast 6 bis 7 Jahre nicht gesehen. Das ist eine lange Zeit. Wobei ich froh bin, dass ich meinen Ex-Freund nie wieder sehen muss. Gott sei Dank. Achso, und jetzt wieder nach Sonnenwind, oder was? Oh, geh hier hin, geh dorthin. Wir sind der Laufbursche für alle. Vor allem bedeutet das jetzt gleich wieder viel lesen. Der muss ihn nicht reden. Ja, bitte einmal betreten. Wir wollen hier einmal hinein. Vielleicht jetzt in der stolzesten Frauen. Weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin, braucht man ins Auge zu schauen, schon gesehen. Okay. Echt, ist das ein Lied? Ich kenne mich ja damit auch teilweise überhaupt nicht aus. Somit kann ich mir. Also tatsächlich, wenn ich ein Lied richtig doll mag, kann ich mir den Text merken. Ansonsten, ja. Ne? Geht das eigentlich eher links rein, rechts wieder raus? Und sehr altes und richtig gutes. Wie heißt denn das Lied? Also, der Songtext. Und vor allem von wem? Ja.
einmal hier wieder raus. Ja, bitte verlassen. Ich denke mal so 15 bis 20 Minuten mache ich noch. Sag mal. Ach du grüne Nonne. Ich hier von an und dicke mich. Aber es kann sein, dass ich das durch meine Großeltern vielleicht sogar kenne. Ich würde mich zwar nicht drauf verlassen, aber möglich wäre es. Jetzt sind wir erstmal raus. Okay. Dann dir auf jeden Fall guten Hunger. Danke, dass du da warst. Und ich werde jetzt auch gleich Richtung Bett verschwinden. Weiß nur nicht, ob ich jetzt wirklich noch 20 Minuten mache oder auch nur noch 10. Mal gucken. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sieht man sich ja morgen dann im Stream. Vielleicht schaue ich dann morgen wirklich mal vorbei. Wenn ich rechtzeitig wach werde. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle morgen. Du bist nicht von hier, oder? Eine Abenteuerin vermute ich, ja? Tja, ich bin Mefrid, Mitglied der ehrenvollen Befreiungsarmee von Alamigo. Aber viel Ehre ist uns nicht geblieben, seit wir aus unserer Heimat fliehen mussten und hier unser Dasein als Flüchtlinge fristen. Doch sag, was kann eine Abenteurerin wie du von einem gestrauchelten Krieger wie mir wollen? Hauptmann Mefrid, es geht um Gallien, er glüht fast vor Fieber. In diesem Zustand macht er es nicht bis morgen. Wir müssen etwas unternehmen, sofort. Verdammt nochmal, ich habe diesen dämlichen Waldeulen schon tausendmal gesagt, dass wir dringend Medizin brauchen, aber auf uns hört ja hier niemand. Für die sind wir Luft. Du hast gehört, was die Sache ist, Abenteuerin. Einer meiner Männer krepiert. Bitte, Albreda, die Waldeulen zur Vernunft zu bringen. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann. Okay. Sein muss. Dann machen wir das. Und wieder von A nach B geschickt werden. Dörchen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir jetzt Stufe 33 sind. So. Und ich würde aber sagen, ich gehe jetzt trotzdem auch schon mal raus. War ja lang genug bisher.